Illegale Straßenrennen. Immer wieder töten Raser sich selbst und leider auch unschuldige Menschen. Ein Problem, das Peter Klein mit dem Sport 1 Track Day ändern will. Die Idee war eigentlich wegen den illegalen Straßenrennen. Die Erfahrungen, die ich da gemacht habe, waren meistens dahin, dass die Leute also in der Stadt unheimlich Gas gegeben haben, Ampelstarts und so weiter. Das verurteile ich schon seit immer. Tausende Speedjunkies und Petrolheads pilgern an den Nürburgring, um ihren Adrenalinspiegel zum Kochen zu bringen. Hier können sie sich messen, ohne andere zu gefährden. Highlight der Veranstaltung ist das Rolling 50, ein Beschleunigungsrennen, angelehnt an illegale Straßenrennen in der Stadt. Wer am Ende die schnellste Geschwindigkeit hat, gewinnt. Zwei der Teilnehmer sind Lukas Domogala, Chef des Tuning-Spezialisten Rentec, und Axel Schepers mit seinem Nissan GT-R. In der zweitstärksten von fünf Gruppen fahren Fahrzeuge zwischen 601 und 750 PS. Dafür wurde der C63 komplett verändert. Das Auto hat 700 PS von 510 Serien PS und andere Abgasanlage, Turbolader, schon massiver Umbau, allerdings eben kein Allrad. Ja. Auch Axels GT-R ist keine Stangenware. Wir haben einen Hybridlader drauf, AirTech-Ansaugsystem, es ist eine Ecotec-Elektroabstimmung gemacht worden, wir fahren 1050er Düsen, eine Auspuffoptimierung. Also das Fahrzeug geht schon ganz gut. Jedoch spielt nicht nur die Technik eine Rolle. Reaktions- und Schaltzeiten sind genauso wichtig. Wer am Start schneller als 50 ist, bekommt die Differenz am Ende abgezogen. Leider nur 191, denn ich war 54 am Start, somit habe ich 4 km/h abgezogen bekommen. Aber nicht nur Lukas hat Probleme mit der Startgeschwindigkeit. 192,5. Ich war 3 km/h zu schnell verschaltet, also zum Grenzer reingelaufen. Es gilt, die Startschwierigkeiten so schnell wie möglich abzuschalten und sich stetig zu verbessern. Alex und Lukas wollen gegeneinander antreten. Wer beschleunigt härter? Also heute läuft ganz gut, aber ich kriege die 200 nicht in den Nacken. Was hast du bisher für eine Geschwindigkeit? 199,8. Auch Lukas groovt sich langsam ein, doch optimal läuft es noch nicht. Ja, relativ konstant. Es ist immer so ein bisschen schwierig. Links ist ein bisschen schwieriger Grip zu finden. Rechts läuft es besser, aber ich komme nicht über 197 km/h. Wieder will Lukas alles aus seinem C63 rausholen. Zu seinem Glück startet er auf der rechten Seite. Jetzt heißt es Allrad gegen Heckantrieb. Axel gegen Lukas. Beide sind gleich auf. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Doch nach dem Rennen weiß keiner so wirklich, wer gewonnen hat. Die Daten müssen noch ausgewertet werden. Und dann steht es endlich fest. So, und auf den ersten Platz. Ein Nissan GT-R, 199,8 km/h. Da ist er. Yeah. Herzlichen Glückwunsch. Damit ist Axel der Schnellste in seiner Gruppe. Aber nicht nur das. Kein anderer war an diesem Tag schneller. Die Anspannung ist weg und Auto ist gut gelaufen. Ist wahrscheinlich noch ein bisschen mehr drin, weil man ist schon ein bisschen nervös, auch fürs erste Mal. Man weiß, was man jetzt falsch gemacht hat, jetzt werden wir daran arbeiten. Lukas hat es leider nicht geschafft. Trotzdem zieht er positive Schlüsse aus dem Rennen. Ja, das ist halt einmal die Traktion am Anfang. Ja. Ich meine, gegenüber dem GTR haben wir halt einfach am Start einen Nachteil und das können wir oben raus nicht wieder aufholen. Da helfen auch 50 PS nicht wirklich. Ja. Wäre jetzt der Start bei 80, wo man den dritten Gang losfahren könnte, würde die Sache schon wieder anders aussehen, aber hilft nichts. Ja, es ist immerhin der schnellste Mercedes in der Klasse, wie gesagt. Von daher bin ich auch ganz happy. Der Sport 1 Track Day. Ein perfekter Ort für Adrenalin-Junkies und Autobegeisterte, die ihre Leidenschaft für Geschwindigkeit im direkten Vergleich ausleben möchten.